Süchen und Hallöchen, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Fates Conquest. Oh yeah. Nein, wir sind nach, ich glaube, Kapitel 11 jetzt. Ich habe das mit dem Schmieden mir mal privat angeschaut. Wir brauchen die Waffe zweimal und dazu den Kristall. Na, wenn ich jetzt machen wir erstmal den ganzen random Stuff. Das sieht aus, als das, Bären, okay. Wie kommen wir hier meine Lotterie? Und hier bekomme ich Trostpreis, Fleisch. Okay, Fleisch. Da ist dann nichts mehr. Ah, ich komme dann. Okay, ich habe das ein bisschen scheiße designt vielleicht. Eventuell. Könnte man fast so sagen. Ich mal zu Lilith. Ich futter die gut. Ups. Da bin ich nicht auf die B-Taste gekommen. Yay. Alles halt so wild. So. So, die nimmt sich erstmal wieder gemütlich voll. Schon Level 7. Oh Gott, bei mir ist hier nur Level 20. Privat. Und eigentlich nicht viel weiter. Was ich mir extrem merke, auch jetzt beim Privatspielen, ich versuche immer ungefähr pitteltechnisch von derselben Zahl zu sein, dass die Story aber auch nicht irgendwie parallel, also nicht nach demselben Muster abläuft auf beiden Teilen. Finde ich nebenbei sehr gut. Mein Blut, wie flüssiger Donner, der mich durchströmt, erwacht meine wahre Macht. Ja. Danke. Fleisch erhalten, da war Beruke. Was ist das? Weizen. Wir wollen in die Lotterie, oder was, kann ich hier noch Gewalt bauen? Ach, Casino wäre das jetzt gewesen, wo ich hätte... Warum kann ich die Lotterie, logischerweise? Wo ich das auseinander, scheint sogar noch im guten Zustand zu sein. Ein Kohle erhalten. Oh, ich kriege so viel geiles Stuff. So, Privatquartier war ich, glaube ich, noch nicht. Dann haben wir noch... kommen wir abends wieder. Nein, nicht stehbeladen. Alles nicht so geplant, wie es gerade passiert. Moment, so, Unterstützung. Wie viel Support haben die? Die haben A. Vielleicht kann ich ja jetzt schon den S auslösen. Das wäre echt episch. Ist mir egal, ich lade jetzt trotzdem einfach mal ein. Obwohl, ich glaube, habe ich letzten Part erst gelesen, kann das sein? Ich hoffe, du unterhältst dich gerne über das Viehzucht und das Kochen. Yay, Beziehung wurde verbessert. Eure Verbindung wurde gestärkt. Schön. Und jetzt hat die schon mehr Herzen, die ich kriegen kann. Jetzt kann sie mich dann. Nun, sind bald mehr als das, glaub mir. So, ich spiele, kann mir schon kann auch richtig einen Kuppler spielen. Hey, muss es gut gegangen. Ja, auch allein auf seinem Bett. Oh. Nein, ich will nicht in den Trank laden. Ich will eigentlich bloß das Menü öffnen. Eieieiei. Warte mit X. Ja, Unterstützung. So, er kann mit Camilla. Mein, ich habe schon überall nach dir gesucht. Camilla? Stimmt denn was nicht? Nein, nein, alles in Ordnung. Ich setz mich erstmal hin und... So, ich bin bereit. Das schon wieder. Wichtig, es ist Zeit, dass du deinen süßen kleinen Kopf in meinen Schoß legst. Soll ich dir ein Schlaflied singen? Ich weiß, wie schwer es sein kann, einzuschlafen. Camilla, es ist Jahre her, dass ich das zum letzten Mal gemacht habe. Bist du dir sicher? Mir kommt es so vor, als wäre es erst gestern gewesen. Ich könnte mir stundenlang dein süßes, geschlafenes Gesicht ansehen. Komm schon, ich schwöre, dass ich deine Wangen mit Schlaf küssen werde. Oh mein Gott, das ist... Ach, wie mache ich was vor? Ich mache es doch sowieso. Ach, nicht im Schlaf küssen werde. Jetzt hat. Camilla, ich bin doch kein Kind mehr. Ach ja, unsere Beziehung muss sich entwickeln. Ich brauche keine Schlaflieder mehr. Mir fällt kein Grund ein, warum ich den nicht mehr vorsingen sollte. Sieh mal, es ist normal für Geschwister, sich so nahe zu stehen. Aber das ist etwas völlig anderes. Also bist du besorgt, was die Leute denken, ist es das? Nun, ja. Ich bin kein Kind mehr und will ernst genommen werden. Oh, du bist erwachsen geworden. Ich bin stolz auf dich, süßer kleiner Bruder. Hörst du mir überhaupt zu? Nein. Ob sich nicht Niles und Elise... Wohin wollt ihr denn gerade? Wieso fragst du? Der Kriegsrat tritt gleich zusammen. Müsst ihr daran nicht teilnehmen? Schon, aber ich werde nicht hingehen. Oh, und warum das? Weil mich jeder wie ein Kind behandelt. Sie würden mir sowieso nicht zuhören. Wenn ihr wie ein Erwachsener behandelt werden wollt, müsst ihr euch wie einer fühlen. Oder einfach so tun, als wärt ihr einer und dann und an den Treffen teilnehmen. Aber ich habe sowieso keine Ahnung von dem, was sie immer reden. Ich kann ihren Gesprächen nie folgen. Das ist kein Argument.
Ihr könntet euch auf die Treffen einfach besser vorbereiten. Mein Lord Leo nahm an solchen Treffen teil, als er noch viel jünger als ihr jetzt wart. Hat er? Natürlich. Wahrscheinlich. Hm? Ich habe natürlich, my lady. Wie gesagt, natürlich, my lady. Du hast wohl recht. Dann mache ich mich aber auf den Weg. Es freut mich, dass ich euch überzeugen konnte, my lady. Und wenn ihr an den Treffen teilnehmt, hilft das sowohl euch als auch Noah. Und nicht zuletzt werdet ihr allein durch eure Anwesenheit etwas lernen. Womöglich. Ich werde mein Bestes geben. Jo, und sie nochmal mit Camilla. Camilla! Hallo Elise, was gibt es denn, meine Liebe? Knuddelattacke! Oh, das kitzelt. Hör auf damit, Süße. Nun gut, ich hör auf. Hey Camilla! Ist dir schon mal aufgefallen, wie unterschiedlich wir aussehen? Du bist so stark, hast eine weibliche Figur. Aha. Aber ich bin eine kleine Bodenstange. Wieso machst du dir gerade darüber Gedanken? Weiß nicht, ich wäre einfach gerne mehr wie du. Wie ich? Ja. Hab's das gerne. Ich wäre gerne erwachsener und fraulicher und alles, so wie du. Ach, mach dir deswegen noch keine Sorgen. Du bist perfekt, so wie du bist. Ich will nicht perfekt sein, ich will eine erwachsene Frau sein. Dann musst du lernen, was alle Erwachsenen bereits wissen. Sie müssen uns akzeptieren, so wie wir müssen uns akzeptieren, so wie wir sind und das Beste daraus machen. Dich über die Dinge zu ärgern, die du nicht ändern kannst, bringt dich nicht weiter. Aber Camilla, wenn du so erpicht darauf bist, dann kann ich dir schon ein paar Tipps geben. Wirklich? Danke, Camilla. Und die Beste. Du bist die Beste. Ups. So. Dann haben wir eigentlich den ganzen Random-Zeug mit abgeschlossen. Ich habe aber das Awakening DLC auf dem Ding auch geholt, auf dem DS. Mal gucken, ob ich es machen werde. Vielleicht am Ende oder vielleicht schiebe ich es mal irgendwann ein. Über Kapitel 11. Die Regenbogenweise. Notre Sagesse. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber endlich sind wir in Notre Sagesse angelangt. Die Überfahrt verlief ruhiger als erwartet. Vielleicht haben wir nun mehr Glück. Ja, vielleicht. Obwohl ich zugeben muss, dass ich so ein mulmiges Gefühl habe. Oh, gibt es Grund zur Beunruhigung? König Garon sagte, dieser Ort sei voller Hoshiden. Dennoch konnten wir relativ unbehelligt die Fähre verlassen. Seltsam. Du hast recht. Ich war so froh über unsere Ankunft, dass ich das nicht beachtet habe. Hier sehe ich auch keine Soldaten, nicht einen einzigen. Wenn du mich fragst, ist es entweder eine Falle oder ein großes Missverständnis. Wir halten unsere Augen offen, aber zuerst muss ich mehr über den Weisen erfahren. Lass uns mit dem Einheimischen reden. Vielleicht können sie Licht ins Dunkel bringen. Hallo, entschuldigt bitte, werte Dame. Könnte ich kurz etwas fragen? Sprichst du mit mir? Ja. Bitte verzeiht die Störung, aber ich hatte gehofft, ihr könntet mir weiterhelfen. Wir hörten, dass die Hoshidische Armee hier stationiert war, aber es scheint... Verschieden? Ach ja, da war ein ganzer Trupp von denen. Ist gar nicht lange her. Waren bis an die Zähne bewaffnet, haben uns nichts getan, waren aber ziemlich pumpig. Sie haben den Weisen mitgenommen, sagten, sie seien die neuen Aufpasser. Wir dachten, die veräppeln uns, aber wir konnten ihnen ja schlecht widersprechen. Sie haben den regenbogenweisen Weberast entführt? Diese hinterhältigen Feiglinge. Wisst ihr zufällig, wohin sie ihn gebracht haben? Ja, sie schleppten ihn in den Berg Sagesse rauf. Gleich da drüben, nicht zu verfehlen. Die Leute wollen aber nicht darauf, oder? Da werdet ihr schön blöd. Dort oben wartet nichts als Leid. Bleibt lieber unten, wenn euch euer Leben lieb ist. Was meint ihr damit? Diesen Berg zu besteigen ist die Mutprobe schlechthin oder sowas. Ständig probiert ein Verrückter ihn zu erklimmen. Die meisten kommen nie wieder. Das heißt, wenn man es schafft und dann das siebenfache Heiligtum betritt, stirbt man. Das siebenfache Heiligtum? Wie geheimnisvoll. Was hast du vor, Mike? Das klingt nach einer Falle. Das Todes, aber es lässt sich nicht ändern. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn ich dieses Mal versage, wird Vater mich wirklich umbringen. Mit diesen Aufträgen will er mich testen, ja vielleicht gar quälen. Ich darf nicht zögern. Ich muss diesen Krieg um jeden Preis beenden, aber das kann ich nur lebendig. Wenn ich hier geprüft werden soll, dann ist es eben so. Ich werde nicht versagen. Ich verstehe. Willst du dies tun, so hindere ich dich nicht. Ich folge dir bis zum Ende. Aha. Danke, Azura. Ich weiß zwar nicht, warum ihr das Ding aufklettern wollt, aber viel Glück. Versucht nur bitte nicht ins Gras zu beißen. Aber da oben ist doch gar kein Gras. Es schmerzt mich, wenn ein junger mächtiger Held in Aufklettern dabei stirbt. Ich bin kein mächtiger Held, ich bin ein richtiger Held. Guck auf meiner Stirn, da steht naiv. Ich verspreche, ich komme halt zurück. Ich bin euch zutiefst dankbar für die wertvollen Informationen. So, ich hab gerade gemeint, was Mike für eine komische Rüstung trägt, aber war das Elise hinter ihm?
Dieses Ding raufzuklettern ist fürwahr ein Test, ein Ausdauertest. Ich glaube, das dauert ewig. Die anderen Wiebern und die anderen Pferd. Ach, mein armer Purzel, Mike, du siehst so erschöpft aus. Warum ruhst du denn hier wenig aus? Du kannst auf meinem Drachen reiten. Das ist sehr lieb von dir, Camilla. Aber ich werde es überleben. Sicher könnte jemand anders eine Pause viel dringender gebrauchen als ich. Oh, Mike, du bist so süß. Ich will dich drücken und nie wieder loslassen. Diese nervigen Maschinen werde ich es nie verzeihen, dass sie dich so leiden ließen. Sobald wir am Gipfel sind, sorge ich dafür, dass sie für deinen Schmerz bezahlen. Was könnte das sein? Ich glaube, ich sehe etwas. Könnte das das siebenfache Heiligtum sein? Es scheint so. Hier wird der Kampf also ausgefochten. Sei auf der Hut und erwarte uns gewiss viele Hoshiden, die uns auflauern. Keine Sorge, Mike. Du musst keine Angst haben. Ich bin immer bei dir, genau wie alle anderen. Sind deine falschen Hoshido-Schwestern da drin? Umso besser. Ich verliere nicht. Du hast recht. Wir müssen gewinnen, egal was kommt und wer uns drinnen erwartet. Hinoka. Verzeiht die Störung, my Lady Hinoka. Aber das Norische Heer hat uns erreicht. Was? Sie haben es also wirklich geschafft, den Berg zu erklimmen? Diese kleine Räuberbande ist fähiger, als ich es ihnen zugetraut hätte. Aber nach so einem mühsamen Aufstieg können sie unsere Armee niemals schlagen. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass sie den Weiß in die Finger kriegen. Alle Mann, macht euch kampfbereit. Das hier ist keine Übung. Kasi treffen wir also wieder. So, wie nehme ich mit? Wir haben... Also, ich fange mal von vorne jetzt nochmal an. Das war mal eine richtige Schlachtordnung. Wir nehmen mit. Mike und Mosu. Arthur und Effie. Effie braucht ein Level. Dann nehmen wir mit. Odin. Und. Odin. Und da sind wir schon mit 10. Den habe ich irgendwie auch ein bisschen drin. Ich habe letztes Mal ein bisschen mehr trainiert. Odin und Elise wäre doch mal cool. Wir müssen uns sicher gut supporten. Odin und Elise. Machen wir das mal. Silas und Azura. Sim, Selena wollte ich unbedingt mitnehmen. Mach mal Odin und Selena. Das ist, finde ich, besser. Odin und Selena. Halte ich für ein cooleres Pärchen. Irgendwie gefällt mir besser. Elise nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann nehmen wir noch mit Felicia. Und Niles. Und dann speichere ich nochmal kurz ab. 27 Einheiten und wir müssen irgendwie hier durchkommen. Oh, achso, das werden wir über die Treppen machen müssen. Das ist uncool. Linka! Setsuna, natürlich, das sind ihre Getreuen. Also Setsuna und... Mir fehlt da noch einer. Er hier. Alsama. Mit Truhen. Hier ist Kase. Und da oben haben wir... Hinoka, drei Hoshiden und der Schreinjungfer. Die Map gefällt mir sehr äußerlich, allerdings ist das Ganze hier ein richtiger Drahtseilakt, das sage ich euch jetzt schon. Wenn ich wüsste, wo ich hier rauskomme. Ich gucke, wie sich der Gegner verhält. Er macht natürlich nichts. Tipp mal, dass ich hier dann rauskomme. Das Problem ist, dass die hier 23, 19, 19, 21. Wie viel Defensive hast du? C, wenn ich dich supporte, 14. Ich nehme mal meinen Drachenstein und nehme mal die Treppe und schau, wo ich rauskomme. Hier. Okay, gut. Ah, okay, ich komme immer so raus, dass ich nicht in den Gegnern lande. Das ist gut, das ist gut. Mosu? Ja, das Problem. Oh, warte mal. Kommen da alle ran? Nein, da kommen. Die bewegt sich schon mal nicht. An den Fällen kommen nur die einer ran. Dann nehme ich doch Mosu mit dazu. Kann ich nicht. Oh Gott, Leute, das wird eine echt lange Mission. Selena? Ach so, nein, wird's nicht. Haha, Moment. Okay, passt schon. Ich kann mich noch von der Treppe wegbewegen. Da war das blöd, dass ich... Ja, das habe ich... Natürlich habe ich das blöd gemacht. Warten. Odin, du gehst auch nochmal mit. Und Elise... Nee, Felicia geht den Weg mit. Elise würde ich gerne auf die andere Seite schicken.
Du, hier, das ist ein Drachenschein, da kann nichts passieren. So, Elise, hätte ich denn hier dabei? Aber dann lassen wir das auch mal so, und dann. Die reagieren gar nicht, die machen gar nichts. Komisch. So, dann geht Moso mit. Boah, da kommt auch bloß einer ran, also lassen wir das mal auch mal so, wie es ist. Ja, aber da kommen schon zwei ran. 19 und die, also die werden schwachen. Die 9, 10 würden die Zoma machen, wenn sie treffen. Also würde sie es theoretisch überleben, oder? Nur mal einen Eisenbogen. Ich traue dem Braten nicht, das könnte so blöd laufen. Ich stelle sie mal hier hin. Und Effi ist die nächste. Hier drüben, mal gucken, was ich hier mache. Aber da kommen der und der, die bewegt sich wieder nicht. Die zwei kommen ran hier, oder? Ja. Also nehmen wir Selena hier hin. Nehmen Odin. Ich will den Namen da mal falsch sagen. Darüber. Du hier hin. Gehst dann hier hoch. Okay, ach so, ich kann praktisch durch die Treppe und dann meine restlichen Züge weiterführen. Das ist gut zu wissen. Ist alles nur so, dass ich gerne da oben mit dabei, aber ihn auch. Dann setzen wir ihn mit da hoch. Dann gehe ich schon auf die Treppe. Und ihr wartet hier gleich miteinander. Tanz mal für ihn, dass ich halt wenig oder singen für ihn, dann habe ich das wenigstens so. Aber er geht noch nicht mit. Die greifen schon mal an, okay. Aber der trifft nur zu 50%. Super. Zack, zack, zack. What a fool. Und sie kriegen Level up. Also, das funktioniert doch schon mal eigentlich recht gut bis jetzt. Durchschnittlich. Ich? Das kann nicht sein. Aber das ist die eine, die stark an Severa erinnert. Und das muss ich sagen, tatsächlich. Zack. Zack und zack. Wobei ich ihr Outfit richtig geil finde. Also das sieht richtig episch aus. So, jetzt kommt genau das, was ich befürchtet habe, dass die nämlich auf Elise gehen. Boah, da kommt bloß einer ran. Wo geht's wie geplant auf Mosu? Zack und Dragon Fang. Oh, schade. Mit 92% mein Glück kehrt zurück, Leute. Mein Glück kehrt zurück. Anführungszeichen Glück. So. Du pflege mal sie. Die kann die dann schon wieder abballern. Aber nee, die stellt sich hier hin. Sie nimmt mit. Warte mal. Nimm mal dein Schwert. Weil dann trifft er, glaube ich, besser, oder? Ja. Dann nehmen die zu zweit 3D-Bogenschützen aufs Korn. Was? Talion? Jetzt schon? Natürlich, was? Natürliche Deckung. Einer hat minus 3 Schaden, wenn man auf einmal dran. Wow, jetzt schon Talion! Der Talion, okay. Jetzt muss ich erstmal durchgucken. Hat irgendwer noch Talion? Ihr habt alle keine Fähigkeiten. Wie sieht das bei euch aus da unten? Na, du hast Resistenzraum. Achso, okay. Du hast Anix. Ihr habt alle Arcanum. Was hast du denn da? Flügelschild, Schutz vor Bonusschaden gegen. Oh, das ist geil. Warum kann ich das bei mir nicht? Oh, wie unfair. Was ist das hier? Ausfallschritt. Achso, das ist der Mist mit der Position im Tor. Den kenne ich schon. So, der ist noch da. Aber erstmal, obwohl doch, warte mal, das geht zu. Odin, hier geht dazu. Und Felicia, heilt sie mal. So. Dann lasse ich Sylas und Azura hier noch mitkommen.
Bringen wir auf mal für Odin. Warum des Singens Willen? So. Du gehst hier mit dazu. Also die Truppe oben hat auf jeden Fall schon mal am meisten einstecken müssen. Und die Truppe links. Und natürlich wird sie getroffen. Aber zack, zack. Blinker sollte sich ja nicht bewegen. Ah, ich habe Nice dabei. Die kann ich theoretisch versuchen zu fangen. Die ist nämlich auch eine geile Einheit. Zack, zack. So, die zwei haben wieder zusammen rein. Und Mose kriegt ein Level Up. Schon wieder so ein gutes. Ha, und Kraft vergeht nicht, wobei für sie ist das sogar ein relativ schlechtes. Leider keine Stärke dazu, aber sie ist schon so schon. Das ist relativ stark. Sie wird ein bisschen geheilt. Elise heilt hier unten mal. Hier links, ich sag mal unten. 14. So, mal gucken, wo ich dann rauskomme. Wahrscheinlich kommen dann beide hier raus. Da kommen dann noch diese Myrmidonen ran. Also sollte ich erstmal Einheiten hochschicken, die gut gegen Schwertkämpfer klarkommen. Sie hat eben mal Level Up. So, du hast einen Wurf, einen Stahlstreitkolben. Das ist ein Wurfteil, ne? 25. Ich muss gleich mal gucken, wie viel sie Nice anhaben kann. Oder wie viel sie eigentlich Odin macht. 15. Okay, muss man los aus. Muss ein bisschen rumprobieren gleich. So, du stellst dich mal hier dazu. Setze mal. Stahl-Kurzbogen. Ach, das natürlich. Die kann mich auf beiden Dingen treffen. Wäre auch langweilig, wenn nicht, ne? Wäre auch gar langweilig, wenn nicht. So, Elise soll mal schon weiter heilen. Die hat aber keine Heilmittel dabei, ne? Hast du? Ne, hast du? Ne, hast du? Ne, hast du? Ne. Keiner hat ein Heilmittel dabei. Das ist natürlich doof. Das habe ich vergessen, meine Wobei, die treffen sich aber halt, die beiden Gruppen. So, wie viel Schaden? 21 plus... Wow, die tötet die instant. Die tötet instant so eine starke Einheit. Also so eine besondere Einheit. Muss ich mal gucken, was ein Nals eigentlich genau macht. Einfangen? Nee, hä? Der kann auch einfangen. Könnte ich die nicht fangen? Mache ich erstmal Schaden. 14 plus 3. Wie viel Schaden macht ihr denn? Dann weiß ich nämlich ungefähr, was ihr fangen kann. 5. Das heißt, ich müsste die 23 Schaden machen. Sind schon mal 17 und selbst wenn sie trifft, ich kann ihn dann locker wieder aufheilen. Ich bin Renka, stolze Tochter des Oberhauptes des Feuerclans. Ich werde nicht zulassen, dass ihr den Regenbogenweisen bekommt. Ich hab mich schon mal verschont. Oh, sehr gut. Muss ich gar nicht heilen. So, du machst. Jodin in Natzen, das ist natürlich schon doof. Wie schaden würdest du ihr machen? Du würdest sie genau runterkloppen. Genau auf den 1 KP, den ich zum Fangen bräuchte. Weil ich die Vermutung, dass man Story-Charaktere nicht einfangen kann, kann das sein? Nee, okay, geht nicht. Dann kriegt die EP... Odin. Sie kriegt erstmal ihr Level Up und Odin will ich die EP geben. Und... Ich werde jetzt noch sie plätten. Die Partner beenden, fällt mir gerade so auf. Warum hast du mich nicht getötet? Haben wir uns in Nor getäuscht? Nein, das kann nicht sein. Der Frieden, das ist der Weg von Mike. Na, die glauben an mich, ne? Aber ich würde mal sagen, das war's mit Fire Emblem Fates Forward. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.